Oh, guten Abend. Noch einmal. Schön, dass wir die Gelegenheit haben, gemeinsam uns wieder dem Sotar-Studium zu widmen und unser Langzeitprojekt ist ja die Analyse der vier edlen Wahrheiten. Da sind wir jetzt im Wegkapitel des Dhammapada gelandet und da wiederum in dem Abschnitt, in dem Anicca, Dukkha und Anatta betrachtet oder besprochen werden, was ja ganz passend ist als Beitrag zum Wegkapitel zur vierten edlen Wahrheit, weil wenn wir uns mit dem Weg, der zum Ende von Dukkha führt, beschäftigen, kommen wir natürlich nicht drum herum, dieses ganz wichtige Thema auf den Tisch zu bringen, weil ja letzten Endes der ganze Weg sich immer wieder nur darum dreht, an allen Ecken und Enden unseres Lebens dafür zu sorgen, dass diese Sichtweise ermöglicht und möglichst nicht erschwert wird, ne? Dass wir immer wieder unser ganzes ethisches Verhalten und sonst alle Aspekte unseres Lebens eigentlich immer wieder so gestalten, dass dann am Schluss eine geistige Klarheit und Wachheit herauskommt, das Grundverhalten unseres Erlebens so sehen und bezeugen kann, dass ein wirkliches Begreifen, eine Weisheit dadurch entstehen kann, die eben zu dieser gewünschten Transformation unserer geistigen Verhaltensweise führt, dass aus einem automatischen, selbstverständlichen Aufgreifen und Identifizieren der Erlebensbausteine genau das Gegenteil wird. Ein automatisches, kein Interesse mehr an einem Zusammenbasteln von größeren Einheiten haben führt. Dass wir allmählich den Frieden kennenlernen, der entsteht, wenn wir das Erleben in Ruhe lassen und nicht immer noch da unsere Ansprüche, das muss jetzt aber bitte ich sein und ich, unter ich verstehe ich dieses und jenes. Ne? Wir sind da wie so ein ganz schwer zu bedienender Kunde, der schon genau irgendwelche Vorstellungen hat und dann ständig herummäkelt und meckert, wenn es nicht passt und vielleicht den Manager sprechen will, wenn es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Dabei ist es halt nun einfach mal so, dass, wie wir die letzten Male ja schon gesprochen haben, alle Gebilde unbeständig und nicht befriedigend sind. Und dass wir uns nur entweder darauf einlassen können, das zu sehen, passiere was wolle, ja, und was dann ja oft als erstes passiert, ist der jetzt von uns ja auch schon immer wieder besprochene Überdruss an dem Ganzen, wobei wir auch überlegt haben, was das dann genau bedeuten kann, ne, dass wir auch den Überdruss noch immer wieder unter die Dhamma-Lupe legen können, um da nicht stecken zu bleiben. Entweder in so eine miesepeterische Dauerhaltung. Ist mir auch, muss ich da mal ehrlich sagen, in Sri Lanka manchmal begegnet, bei Menschen, die Probleme in ihrem Leben hatten. Auf die eine oder andere Weise haben wir ja alle auf irgendeine Weise vielleicht mit ihrem Ehemann nicht klargekommen. Und dann habe ich da schon immer wieder gehört, ja, der Buddha hat es ja gesagt, alles ist Dukkha. Und das habe ich jetzt hier, damit kann ich gleich meine Lebenssituation erklären. Ja, also dieses beliebte Missverständnis, dass der Buddha hier gemeint haben soll, dass alles unangenehm ist. Ne, wenn wir eine Lebensphase haben, wo vieles unangenehm ist, kann uns das vielleicht gelegen kommen, wenn wir uns dahinter so eine Aussage verschanzen können. Und das heißt, mit mir ist ja gar nichts falsch, weil das ist halt so, dass immer alles unangenehm ist. Und das stimmt natürlich nicht, weil auch vieles angenehm ist. Aber auch das Angenehme ist Dukkha im Sinne der Unbeständigkeit.
Das sind eben hier die wichtigen feinen Unterschiede. Das heutige Thema ist auch nochmal extra interessant. Da geht es jetzt nämlich um Anatta. Lesen wir das doch einfach einmal. Und dann werde ich noch ein paar Sachen zum Anatta sagen wollen. Warum war's denn? So, bitte, wer möchte denn das Anatta vorlesen? Ich kann gerne lesen. Bitte. Alle Dinge sind nicht selbsthaft. Wenn man das mit Weisheit sieht, wird man ernüchtert bei Dukkha. Das ist der Weg der Reinheit. Ja, danke mal fürs Vorlesen. Also das Schema kennen wir jetzt schon durch das mit Weisheit sehen. Auch nochmal wichtig, das zu betonen, dass nicht jede Art in diesem heutigen Falle das Anatta-Merkmal zu sehen, ist ja nicht unbedingt immer mit Weisheit verbunden. Es könnte auch rein wissenschaftlich betrachtet klar sein, dass der Körper kein Selbst ist, weil ich habe einen Anatomie-Kurs belegt und habe jetzt gelernt, das besteht aus Knochen und Fleisch und sonst was. Und das berührt mich aber gar nicht. Und nach dem Anatomiekurs gehe ich dann wieder meinen selbst bestimmten Dingen nach. Interessant zu überlegen, was das bedeutet, es mit Weisheit zu sehen. Also schon in einem, wie von mir am Anfang erwähnten, Rahmen, in dem der Geist was anfangen kann mit dieser Information. Hier ganz direkt herausdestilliert aus dem Beobachten des gegenwärtigen Erlebens und dann auch damit die richtigen Schlüsse zieht. Eben zu sehen, es ist nicht selbsthaft, dann ist ja auch jede emotionale Reaktion, die ein Selbst da noch drin vermutet, eigentlich völlig fehlgeleitet. Ne? Mit Gier oder Ablehnung zu reagieren, ist ja eigentlich nur möglich, wenn wir es auf das Erleben auf ein Selbst beziehen, das dann für das es was zu holen gibt oder das sich jetzt zur Wehr setzen muss. Ja, vielleicht zunächst nochmal ein paar Dinge, ein paar interessante Gedanken zu dem Anatta-Begriff selbst. Ja, Atta, die Verneinung von Atta. Atta eben als, wirklich, selbst ist hier die beste Übersetzung. Das haben wir ja schon immer wieder versucht klarzustellen. Wenn man hier nicht ich sagt, dass das dann ganz missverständlich sein kann, weil der Buddha ja durchaus von einem Ich-Phänomen als zwar fehlgeleiteten oder illusionären, aber dennoch ja konkret vorhandenen Anteil unseres Erlebens spricht. Ne? Das heißt, zu sagen, es gibt kein Ich, wäre irreführend, weil wir alle ja ein Ich erleben. Ja? Aber dass dieses Ich eben nur ein Verzerrungseffekt der Wirklichkeit ist, so wie so ein Rückkopplungseffekt, wenn man so ein Mikro zu nah an einen Lautsprecher hält, dann gibt es ein Pfeifen, das eigentlich nur darauf beruht, dass da eine Interferenz von Schallwellen stattfindet, dann eigentlich ein Geräusch entsteht, das es, wenn man so will, gar nicht gibt, also das gar keine echte Geräuschquelle hat, außer dass Schallwellen sich auf eine komische Weise übereinander legen. Genauso gibt es eben diesen Ich-Effekt, der aber nicht das selbst als Ursache oder Hintergrund hat, dass es vermuten lässt. Ja, und das macht auch nur dann Sinn, wenn wir wissen, wie der Buddha sich ein Selbst vorstellt, das er dann negiert. Also von welcher Selbstdefinition geht der Buddha aus, wenn er sagt, dass es kein Selbst gibt? Und da haben wir dann auch gleich die beiden Einsichtsansätze, mit denen wir das Nicht-Selbsthafte an unserem Erleben zu erforschen haben im Dhamma. Und das eine ist im Kontext der drei Daseinsmerkmale. Da ist auch wirklich eine direkte kausaler Aufbau zu erkennen. Wie in ganz vielen Lehrreden der Buddha diese Formel anwendet und mit Anicca beginnt. Das Körperlichkeitskanda zum Beispiel ist Anicca, können wir auch sofort nachvollziehen, wenn wir das in unserem Erleben beobachten. Und das, was Anicca ist, kann nicht befriedigend sein. Das ist dann quasi schon ein erster
Verarbeitungsschritt unserer Weisheit von diesem Anicca Beobachtungsgrundmaterial. Und dann ist immer der Folgeschluss und etwas, was Anicca ist und etwas, was auch noch dazu, oder ja, immer gezwungenermaßen Anicca und Dukkha ist, würde das Sinn machen, das ein Selbst zu nennen oder das für ein Selbst zu halten. Auch ein bisschen dann das appelliert dann auch sozusagen an unseren spirituellen guten Geschmack. Ja, wollen wir sowas für ein Selbst halten? Da wären wir ja ungeschickt oder da hätten wir irgendwie eine schlechte Wahl getroffen, wenn wir das für ein Selbst halten. Also wenn schon, dann lieber was für ein Selbst halten, das beständig und beglückend ist, aber nicht etwas, um Gottes Willen, nicht etwas, was unbeständig und unbefriedigend ist. Da wäre man ja blöd auf gut Deutsch, wenn man sich das aussucht als Selbst vorstellt. Ja, das qualifiziert sich hier gar nicht als Selbst. Material. Also es ist eine direkte Ableitung von Anicca und Dukkha und appelliert dann an unseren guten Geschmack. Und das andere ist das technische Argument, dass etwas, was Bedingungen und Ursachen hat, kein Selbst sein kann. Und in diesen Bereich fällt auch das, aber nie, ich würde es nicht darauf beschränken, aber auch das sonst beliebte Argument der Unkontrollierbarkeit. Ja, das wir auch in den Lehrreden finden, in der berühmten ersten Lehrrede, die der Buddha überhaupt zum Thema Anatta gehalten hat, in Anatta Lakkhana Sutta, wird das ja so eindeutig auch verwendet vom Buddha, zu sagen, ja, wenn Körperlichkeit zum Beispiel dein Selbst wäre, dann müsstest du es doch kontrollieren können. Dann könnte ich mir doch erfolgreich wünschen, jetzt möchte ich eine Stunde lang nur ein angenehmes Fließen in der Meditation erleben. Und dazu bräuchte ich natürlich einen Körperlichkeitsgrund, einen Grundstock von dem Fließen, das ich dann angenehm finden kann. Und siehe da, wir sitzen da und früher oder später fangen die anderen an allen Ecken und Enden noch andere Körperlichkeitsgeschichten an. Das ist natürlich manchmal ein bisschen, wird es dann so schnell hingepfeffert von den Dhamma-Lehrern oder Lehrerinnen, um nur möglichst schnell da keine Kontroverse auszulösen, weil wir natürlich in unserem Alltag immer wieder durchaus das Gefühl haben, es kontrollieren zu können. Ja? Und da könnte man sich fürchten vor einem Einspruch. Ja, gerade das Beispiel mit der Meditation. Wenn man da lang genug dran ist und übt und übt und übt, dann können wir ja vielleicht wirklich dieses von mir gebrachte Beispiel widerlegen und vielleicht eine ganze Meditation lang in einem dauerhaft sich ähnlich anfühlenden Zustand verbringen. Ja? Da müssten wir dann noch ein bisschen tiefer schauen, was hier mit Unkontrollierbarkeit gemeint ist. Ja? Weil wir manchmal ja fast zu unserem Pech hier jetzt in diesem Fall manchmal das bekommen, was wir uns wünschen. Ja, wenn zufällig der Wunsch und das, was wir kriegen, zusammenfällt, und das passiert halt doch immer wieder, ne? Ich kann mir wünschen, dass ich mich freue, wenn ich ein Taschenmesser zum Geburtstag geschenkt bekomme, wenn ich mich so an meine Kindheit erinnere. Und dann kriege ich das wirklich geschenkt und dann freue ich mich wirklich so, wie ich mir das gewünscht habe. Und wenn dann in dem Moment jemand kommt und sagt, du kannst das ja gar nicht kontrollieren, da hätte ich natürlich schon längst widersprochen. Ich habe mir das gewünscht und dann habe ich es gekriegt und habe ich mich gefreut. Ja, was wir nicht kontrollieren können, ist erstens die kontinuierliche Unbeständigkeit dieser Erlebensbausteine. Ich kann mir nicht wünschen, also wünschen kann ich es mir schon, aber es wird nicht passieren, dass ich 365 Tage im Jahr Geburtstag habe, weil das einfach, ne, der Anicca-Druck schiebt meinen Geburtstag so durch den Kalender und dann ist es wieder vorbei. Nur um das nicht zu hastig jetzt hier quasi durchmogeln zu wollen mit der Unkontrollierbarkeit. Ne? Es gibt vielleicht Phasen, wo wir das Gefühl haben, alles unter Kontrolle zu haben oder einen bestimmten Bereich unter Kontrolle zu haben. Und Teil unserer ganzen Dhamma-Praxis ist ja auch ein Versuch, die Dinge
in eine gewisse Bahn zu lenken. Ja, aber nicht durch unmittelbare Kontrollausübung. Ja, wenn das möglich wäre, dann wäre die Dhamma-Praxis ja in 2 Sekunden abgeschlossen. Dann müssten wir ja nur beschließen, jetzt frei von Dukkha zu sein und endlich zu verstehen, dass alles Anicca, Dukkha und Anatta ist und dass es nichts lohnt, sich dann festzuhalten. Und dann werden wir einmal von Zauberhand neuer Mensch. Aber ein indirektes Einfluss setzen, das gibt es ja. Ne? Das ist ja genau hier, dass der alle Erlebensbausteine von Ursachen abhängen. Und dass diese Ursachen aber nicht, dass da nie zu den Ursachen ein direkter, eine Einwirkung unseres freien Willens dazu gehört. Eine Wahrnehmung zum Beispiel hat Ursachen, aber keine dieser Ursachen ist, dass ich mir das jetzt in dem Moment aussuchen kann, welche Wahrnehmung ich habe. Insofern ist es nicht unmittelbar kontrollierbar, im gegenwärtigen Moment unmittelbar kontrollierbar. Ne? Ich kann nur dadurch, dass geistige Gewohnheiten in mir ansiedeln, kann es passieren, dass tatsächlich eine mittelbare Kontrolle ausgeübt wird. Dass ich jetzt quasi beschließe, ich ärgere mich immer so über andere und das passt nicht, das möchte ich eigentlich nicht. Und jetzt werde ich jeden Tag 1 Stunde extra Metta machen und dann kann ich, also dann entsteht eine Transformation. Ne? Nur um da nicht zu leichtfertig umzugehen mit dem Argument der fehlenden Kontrolle, tatsächlich dieser Anatta-Ansatz der fehlenden Kontrolle eben sonst auch ganz leicht in so eine Inaktivität münden kann. Das ist tatsächlich auch zur Zeit des Buddha, das gab als spirituellen Ansatz. Also da gab es ja alle verrückten Sachen, alles, was man sich mit dem Geist irgendwie ausdenken kann, als spirituelle Ansicht, das gab es damals. Und interessanterweise, jetzt vielleicht im Unterschied zu unseren, naja, doch sehr in der Leidenschaft, ihre Ansichten auch in die Tat umzusetzen, waren unsere westlichen Philosophen ja immer nicht sehr leidenschaftlich, würde ich sagen, im Unterschied zu den indischen Asketen. Ne? Wenn da einer sich gedacht hat, eben alles, es gibt nur die 4 Elemente und alles ist egal, dann sind die da auch wirklich irgendwo am Friedhof auf einer Leiche drauf gelegen und haben sich da versucht, eben dementsprechend zu verhalten. Also es wurde immer gleich radikal direkt in die Tat umgesetzt. Amüsanterweise eben auch die Ansicht, dass Taten gar nicht möglich sind. Was dann zu einem Versuch, der ja nur missglücken kann, einer völligen Inaktivität zu führen. Und dem hat der Buddha schon direkt widersprochen. Ne? Also es gibt schon ganz viel Raum ja für das Einsetzen von Energie und Willenskraft, aber nicht in dem Sinn einer direkten Kontrolle des Erlebten, sondern in einem Sinn des, ne, wenn wir schon wissen, dass alles von Ursachen abhängt, dann ist das Beste, was wir machen können, die Illusion eines Kontrollorgans noch so weit zu nutzen, dass wir Ursachen schaffen, um aber nicht jetzt immer, nicht sofort das gewünschte Resultat zu bekommen, was ja auch nicht unbedingt so funktioniert. Ne? Wenn ich mich mein Leben lang über Kleinigkeiten zu ärgern gewöhnt habe, dann mache ich einmal 5 Minuten Metta, dann ist das dadurch natürlich nicht verschwunden. Ja, aber ich kann auch die Vorstellung, ich will ein guter Mensch sein, ja nutzen, um mich tagtäglich zu meditieren hinzusetzen und dann nicht, weil ich mir das wünsche, ein guter Mensch werden, sondern weil der Geist dementsprechend umkonditioniert wird durch ein anderes
durch das Wiederholen eines anderen Verhaltens. Ja, aber also nur mal grob, um das darzustellen, diese Deutungsmöglichkeiten von Anatta als Deduktion von Anicca und Dukkha oder als ein Erkennen der Kontrolllosigkeit, des Fehlens einer direkten Kontrollausübung. Ist das soweit nachvollziehbar oder seht ihr das auch so oder was da von eurer Seite was dazu sagen oder? Achso, entschuldige, ja, bitte. Also, ja, kann es nicht ein Ich geben, was den Körper und also Körper und Geist benutzt, auch wenn Körper und Geist nicht optimal sind, aber besser etwas nicht Optimales als gar nichts? Naja, in gewissem Sinne schon. Das habe ich ja am Anfang gesagt. Wir unterhalten uns jetzt hier die ganze Zeit nicht drüber, ob es ein Ich gibt oder nicht. Weil das Ich als Verzerrungseffekt gibt es ja, solange wir an ein Selbst glauben. Aber falls du gemeint hast, ob es ein Selbst geben kann, das würde ja bedeuten, dass du vermutest, dass es ein Selbst jenseits der fünf Khandhas gibt. Wenn wir jetzt hier nach und nach die Khandhas disqualifizieren als Selbstmaterial, dann muss ja quasi, wenn unser Geist sich trotzdem noch nicht von der Vorstellung eines Selbstes lösen will, muss sich das Selbst sozusagen, muss das über Bord gehen und sich quasi in das Meer der Fantasie stürzen, in den luftleeren Raum von jenseits der fünf Khandhas. Ja? Und da ist wi total wichtig zu erkennen, dass dieser luftleere Raum jenseits der fünf Khandhas ja nur innerhalb unserer Vorstellung als fünf Khandha-Bild existiert. Verstehst du, wie ich das meine? Wenn du dir das vorstellst, vielleicht gibt es ja etwas außerhalb der fünf Khandhas und das könnte doch dann ein Selbst sein, dann verlässt du ja in Wirklichkeit gar nicht die fünf Khandhas, sondern erschaffst nur eine Wahrnehmung, wie dass es so etwas geben könnte außerhalb der fünf Khandhas, was dann ein Selbst sein könnte oder auch nicht oder was auch immer. Ja? Und damit schaffst du sozusagen so eine Fantasiewolke und auf die Projekt, also jetzt nicht nur du speziell, aber jetzt halt, wenn man so drauf ist, ja, dann kann man auf diese Fantasiewolke, wie bei so einer Lasershow, stelle ich mir das gerade vor, kann man da alles Mögliche drauf projizieren und diese Wolke, weil sie da so geduldig irgendwo schwebt, die fängt das natürlich alles auf. Ja, aber je eher wir das verstehen, was unser Erleben wirklich ausmacht, desto deutlicher wird es dann auch, dass wir dem nicht entkommen. Ne? Wir können uns alles Mögliche vorstellen, aber es ist immer Teil unseres Erlebens. Ne? Darum ist es vom Buddha kategorisch ignoriert worden, sich spekulativ irgendwie damit auseinanderzusetzen, ob es vielleicht jenseits der fünf Khandhas dann schon ein Selbst gibt, weil die fünf Khandhas ja alles beschreiben, was wir erleben. Ne? Und wenn man eines von einem selbst erwarten möchte, dann doch, dass es auch erlebt wird. Das stößt mir immer so auf bei vielen Religionen, die irgendwie mit so einer Selbstvorstellung arbeiten, die jenseits des Normalen liegt. Also was, wenn man sonst vielleicht über alles streiten kann, aber eine Eigenschaft sollte das Selbst doch bitte haben, und zwar, dass es erlebt wird. Was ist sonst ein Selbst, das nicht erlebt wird, ist ja der Widerspruch par excellence. Ja? Und sobald es aber erlebt wird, können wir es schon wieder in den Khandhas einfangen. Und sobald es nicht erlebt wird, geht es uns nichts an, weil dann kann es trotz aller Selbstleserbestrahlung ja ohnehin kein Selbst sein. Also ich dachte jetzt gerade an einen Kollegen von mir, der ist Yoga-Lehrer, und von der Yoga-Philosophie her ist es so, dass dass ich sozusagen am Tode in so ein großes Universum zurückgeht oder so eine undefinierbare
Objekt und daraus wieder was Neues entsteht. Ja, klar, Aber das kostet ja sonst kann das. Bewusstsein. Ja, genau. Also die Philosophie gibt es, ne? Also. Ja, die viele, also Philosophien gibt es eben von jedem Blickwinkel, alles Mögliche, ne? Und aus buddhistischer Sicht sind wir damit eben nicht so zufrieden, weil hier Bewusstsein immer so abstrakt behandelt wird. Während wir versuchen, Bewusstsein als direktes, erlebtes und beobachtbares Phänomen zu behandeln. Ne? Und sobald man anfängt, da quasi in die direkte Beobachtungswissenschaft einzusteigen, verfliegt dieser ganze Schall und Rauch von irgendwelchen abstrakten Vorstellungen, was Bewusstsein alles können muss und sein sollte. Weil Bewusstsein ist, also Bewusstsein ist halt einfach nur Bewusstsein. Und das erleben wir im gegenwärtigen Moment. Und wenn wir da ein bisschen clever umgehen und wie zu Anfangs erwähnt, auch bereit sind, die nötige Vorarbeit zu leisten und den Geist schon unvoreingenommen zu sammeln, ohne ihn am Anfang schon mit irgendeiner vorgefassten selbstparteiischen Neigung einzufärben, was ja in vielen Samadhi-Traditionen dann auch schon mit dazu gehört, ne, dass man sich ja schon auf die Suche macht nach dem göttlichen kosmischen Bewusstsein. Ne? Und wenn man sich das schon auf die Fahnen schreibt, dann hat man sich ja eigentlich das schon so als tickende Zeitbombe mit an Bord geholt, dass man dann im Prinzip eben eine bestimmte Wahrnehmung so oft wiederholt und kultiviert, bis man sie irgendwann mit Ach und Krach erfolgreich über die vergänglichen Bewusstseinsmomente drüber stülpt. Ja, und Wiederholung ist da halt immer wieder König. Wenn man, egal welche Wahrnehmung oft genug wiederholt, kann sie eben zu einem dominierenden Faktor im geistigen Erleben werden. Wenn ich tausendmal wiederhole, mein Bewusstsein ist XY, dann beginnt diese Wahrnehmung eben alle anderen möglichen Wahrnehmungen immer weiter in den Hintergrund zu drängen. Und dann habe ich am Schluss das Gefühl, wow, jetzt hab ich's irgendwie geschafft. Und da aber hinter die Kulissen zu schauen und sich nicht irgendwie beeindrucken zu lassen von dem Muskelspiel dieser abstrakten Vorstellungen, sondern immer wieder, ja, alles schön und gut, was ist jetzt in der Gegenwart gerade los? Was ist Bewusstsein jetzt hier, wenn ich auf den Zoom-Bildschirm schaue, nicht wenn ich dann gestorben bin und dann stelle ich mir da irgendwelche strahlenden Sachen vor, sondern Bewusstsein ist immer jetzt. Ne? Und Weisheit ist auch immer, arbeitet immer mit dem Jetzt-Material. Und im Jetzt sehen wir eben, das in Khandhas. Und je mehr wir auch, darum bin ich da auch so kontinuierlich jetzt mittlerweile in der Übung dieser fünf. Weil je mehr wir die fünf machen, es ist nicht nur so, dass man dann merkt, Nummer eins ist unbeständig und Nummer zwei ist auch unbeständig, sondern das wird immer mehr zu einem Verständnis, dass die fünf eben wirklich die fünf logisch notwendigen und sich insgesamt eben zu einem logischen Ganzen zusammenfügenden Teile des Erlebens abdeckt. Ne, dann ist eben auch jede Vorstellung von, was ist denn jenseits dessen, ne, auch wenn wir versuchen, uns das vorzustellen, ja, stellen wir es uns ja immer noch vor als irgendeine Form von Erleben, bei dem irgendeine Form von Wahrnehmung stattfindet, die auf irgendeine Weise sich irgendwie anfühlt. Ne, und was zähle ich ja gerade nur die fünf Khandhas auf. Ja, und andererseits, wenn man im kosmischen Bewusstsein schweben würde, man hätte nicht mal ein angenehmes Vedana davon. Ja, wozu denn dann? Was ist denn das dann für ein Bewusstsein, das gar nichts bringt? Ja, da kann ich gleich auf die Vorstellung verzichten und mir das nicht abbildende Bewusstsein im Dhamma aneignen. Da bin ich dann frei vom Druck, da was reinzulesen. Ja, auch ganz passend zu unserem Vers heute, weil das Sehen von der Nicht-Selbsthaftigkeit und aber unserem tollpatschigen Geist, der in seiner blinden Konditioniertheit da trotzdem immer wieder
auf die Selbstsuche geht, weil es uns ja eben wieder einmal ganz schön zum Hals raushängen kann, das Spektakel. Und wir dann wieder Überdruss erfahren und dann aber in jetzt schon hoffentlich gewohnter Manier dann auch von diesem Überdruss wieder die Nicht-Selbsthaftigkeit erkennen können und uns so von Stockwerk zu Stockwerk immer höher arbeiten zu können, um dann am Schluss wirklich dem Oberbösewicht des Nichtwissens zu begegnen und dann eben wirklich auch eine Möglichkeit zu finden, den Geist frei zu machen von den Befleckungen der Einflüsse von den Asavas und eben den Weg zur Reinheit für uns zu entdecken. Also durchaus auch mal lohnenswert, das Anatta-Lakkhana in den Fokus zu rücken. Auch nicht unbedingt immer erforderlich, das auf Anicca und Dukkha erst aufzubauen. Zumindest nicht in der Version der Unkontrollierbarkeit und von Ursachenabhängigkeit. Da kann sich dann so ein Gefühl von Fremdheit auch einstellen. Wollte ich eigentlich noch zeigen, heute ist halt die Zeit schon weggelaufen. Es gibt da so eine schöne Liste von, ja, eigentlich so fast wie Kontemplationsthemen oder Bildern über die fünf Khandhas, wie wir die sehen können. Und da gehört eben auch dazu, die fünf Khandhas als etwas Fremdes zu sehen. Und das finde ich eine sehr gute Beschreibung dessen, wie wir das dann tatsächlich in der Meditation erleben können. Nur so ein Empfinden zum Beispiel oder ein Wahrnehmen, normalerweise ja uns so innig dafür halten und es so innig es berührt uns so und es ist so Teil von unserer Lebenswichtigkeit. Und dann aber mit dem Perspektivwechsel von Vipassana, das ja auch vielleicht manchmal nur für Momente sehen als ein Objekt, das wir beim Kommen und Gehen beobachten. Dann haben wir auf einmal das Gefühl, das ist sowas Fremdes im Sinne von, das gehört nicht zu mir, das gehört zur Außenwelt. Es ist so ein Außenphänomen, das an mir vorbeizieht. Gut, dann wünsche ich euch viel Ernüchterung und Freude gleichzeitig beim Üben damit und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.